Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Von gleich wieder. Und heute spielen wir Animation Prologue. Denn was Neues ist rausgekommen. Wir haben. Es gibt jetzt eine ganz neue, interessante Sache. Die Combo Mastery. So. Und jetzt schauen wir uns das Ding mal an hier. Erklären wir euch gleich mal ein bisschen was dazu. Also zumindest das, was wir wissen. Unlock Combo Mastery. Reach Level 12 to unlock the Combo Mastery Feature. So. Gibt es einmal 2x24. Da haben jeder von euch, der jetzt reingeht, momentan kriegt einmal den Peter. Nicht jeder. Doch. Nur die Leute, die Level 12 sind. Ja, Level 12 kriegt einmal den Peter. Stimmt, du hast recht. So. Und einmal den Irek Lobster für diesen Dolphin Riding Peter, so den ihr da seht. So, jetzt geht's erstmal Learn Combo Mastery. Das heißt, man geht da oben ins Erforschen rein. Kannst du oben ins Erforschen. So, und dann siehst du dort Combo Mastery. Combo Mastery. Jetzt können wir momentan nur den Dolphin Rider Peter reinziehen. Dann hat man quasi diese Pre-Combo, gell? Oder? Nein, es ist keine Pre-Combo. Du kriegst keine Pre-Combo dadurch, sondern deine Combo, die du ausspielst, wird dadurch stärker. Okay. Genau. So. Jetzt gehen wir mal runter und wir müssen jetzt wirklich, also man muss jetzt echt gucken, jeden Tag, was kommen denn für Combos raus? Weil jeden Tag, wenn man jetzt unten in den Shop reingeht, gehen wir in den Shop rein? Ja. Gehen wir in den Shop rein. Ach so. So. Jeden Tag gibt es jetzt New Items for Combo Mastery. So. Ja. Und da ist dieses Mastery. So, und jetzt haben wir einmal für einen Roger für 500 Gems die Combo. Dann haben wir hier die Singer. Hayley, juhu! Ja, aber ja, der rechts, der Stan da, das ist auch Käse. Aber hier, diese Horse Rider Tina. Aber es kommt drauf an. Es kommt natürlich drauf an, ob ihr diese Combo überhaupt habt. Habt ihr eine Tina und habt ihr Liegestütze? Das sollten die meisten haben, glaube ich. Na, hat nicht jeder. So, Tina und habt ihr Liegestütze zum Beispiel oder irgendeine. Müsst ihr mal gucken. Es gibt verschiedene Sportkarten, mit denen ihr die. Geh mal bitte in die Tina rein. Geh mal bitte in deine Tina rein. Ja, meine Tina beim Deck. Ja. Das kann man ja sehen. So, jetzt gehst du mal bitte in die Tina rein. Jetzt machen wir nämlich mal Folgendes. Zieh ein Open. Da. Und jetzt in die Kombos. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt, inzwischen kann man es ja auch schön sehen. Scroll mal runter zu der Horse Rider Tina. Da können wir sehen. Ah, hier. So, also. Du kannst die momentan, geh noch weiter hoch. Also, dass man sehen kann, da ist ja noch was. Einmal Liegestütze, Horse Camp. So, du könntest es mit Horse Camp und Liegestütze machen und geh nochmal weiter runter. Da gibt's die, kann man dann auch nochmal sehen, was du noch nicht erforscht hast. Oder schau weiter runter, such sie. Such sie, die Horse Rider Tina noch. Die wird hier unten dann nochmal angezeigt, wenn du jetzt bei den nicht erforschten bist. Du weiter runter, nicht so schnell. Also, so. Mit dem Truthahn-Tanz geht's scheinbar noch. Ja, weiter. Gibt es noch irgendwo die Horse Rider Tina? Da war doch eben gerade, war da nicht noch was gewesen? Aemona. Das war Aemona, gehen wir weiter runter. Die wir noch nicht erforscht haben, beziehungsweise die du auch gar nicht hast. So, ja, Draw Me Tina und dann noch weiter runter. Das ist jetzt alphabetisch. Da ist sie noch. Shuttlecock Ring und Sportsbot 5000. Also Horse Rider Tina ist eigentlich eine relativ coole Combo. Kann man empfehlen, wer sie spielt. Wer sie in seinem Deck hat, kann sich unter Umständen jetzt diese ja, Combo Mastery dort vorne holen für 1000. Weil, jetzt geh mal bitte zurück. Zeig mal, hast du Shuttlecock Ring bei dir drin im Deck? Geh mal zur Seite. Ich glaube nicht. Und das andere, Liegestütze? Hast du auch nicht. Da, doch, Liegestütze. Liegestütze hast du im Deck. So, Liegestütze hast du im Deck. Und du hast zwei Tinas. Also für dich würde es Sinn machen, unter Umständen das jetzt einfach mal zu tun. Dann geh doch mal auf zurück. Ja. Und geh mal unten auf erstmal auf deine Belohnung. Du musst ja das hier unten einfordern jetzt. Geh mal weiter runter.
Weiter runter, Combo Mastery. So, Belohnung abholen. Jetzt gibt es diese 1000 dort. Genau. Und jetzt kannst du das dort machen. Kannst dort bei der Mastery rechts hier die Horse, genau. Horse Rider Tina Combo mal holen. Und ja, mehr kannst du jetzt im Moment nicht kaufen. So, das bedeutet, wenn du jetzt wieder auf Erforschen gehen würdest. Und da rechts, das kostet jetzt, machen wir nicht, ja. Dann könntest du dort als nächstes die Horse Rider Tina erforschen. Also, was jetzt war die Frage gewesen, inzwischen drin hat auch mal jemand gefragt bei uns, ob das jetzt nur für Legendaries oder Epics. Nein, es geht um die Combo an sich. Ja, ob das jetzt bei Pre-Combos auch was ausmacht, das kann ich jetzt im Moment nicht beurteilen, das weiß ich nicht, müssen wir schauen. Aber. Also sobald ich dazu was Näheres weiß, werde ich da auch nochmal Feedback geben. Aber wir sollten jetzt wirklich jeden Tag schauen, dass wir ein kurzes Infovideo dazu machen, ja, welche Combo Masteries sind momentan im Shop. Dann können die Leute sich so ein bisschen daran orientieren und wissen dann, ob es Sinn macht oder nicht Sinn macht, ja, für sie. Hallo. So. Das wird auch nicht lang werden. Also, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber liken und hervorragend. Ah, ab jetzt wird wahrscheinlich was daily, fast daily. Wir müssen gucken, dass wir es nach Möglichkeiten kriegen. Und ciao, macht's gut.